the Captain. 29. Minute. Hat dieses Tor Spuren hinterlassen, und zwar beidseits. Die einen drehen auf, die anderen sind jetzt plötzlich irgendwie ein bisschen hinten auf. Und da kommt das 2:0 von Grossmann. 36. Minute. Ja, die unübersichtlichen Szenen häufen sich jetzt also vor dem Freiburger Tor. Das riecht nach 3:0 und es fällt tatsächlich. Von der blauen Linie trifft er Genazzi. Aber das kommt dann schon einer optischen Korrektur bei. Oh, jetzt, na, jetzt doch ein Tor von Fribourg. 55. Minute. Jünland probiert den Scheibe wegzubringen. Wermin kommt an den Puck und es kommt wie fast immer ohne Torhüter. Tor! 4:1. 44 Sekunden vor Schluss sind die letzten Zweifel beseitigt.